So, in das Haus kommen wir nicht rein und in das hier auch nicht. Und ja, hier ist die Mauer. Also erstmal der aufgeschüttete Wall. Man erkennt das irgendwie ziemlich schlecht. Muss ich zugeben. Dass hier erst ein Erdwall ist. Und dann die Mauer kommt. Nur hier geht's geradewegs nach oben. Ja, das war das Tor, was wir ein Viertel südlich gefunden hatten. Hier ist der Eisenthron von hinten. Das ist übrigens auch das Dach, von wo aus unser gepanzerter Freund am Anfang den einen Typen runtergeschmissen hat. So, und wir sind im oberen Stadtteil, wo alles ein bisschen nach Osten zum Marktplatz. Naja, was ist das hier? Taverne Drakon. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ein Onyx-Ring, einfach so. Wie wär's mit einem Whisky? Schlafen wir mal wieder, dass es Tag wird, dass wir nicht in der Nacht rumlaufen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gibt es zwei Eingänge? Ja, tatsächlich, hier gibt es zwei Eingänge. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Entschuldigung, bitte lass mich sprechen, bevor ihr angreift. Ich bin nur Tandor und stehe mit dem Meuchelmörder Marek im Bunde. Doch von mir habt ihr noch nichts zu befürchten. Wir geben euch eine Chance, macht's kurz. Mein Genosse Marek hat euch vergiftet. Während ihr schläft, hat er eure Ration mit einem langsam werdenden Zaubergift versehen. Wir bleiben noch etwa 10 Tage. Normale Büchsezauber kann euch nicht mehr helfen. Das Einzige, was euch noch retten kann, ist das Gegengift. Ich kann euch helfen, es zu finden, wenn ihr mir zuerst behilflich seid. Warum bringen wir euch nicht einfach um, nehmen das Gegenmittel selbst? Gut, was sollen wir tun? Versuchen uns nicht anzulügen. Abschau. Nehmen wir mal das Erste. Haltet ihr mich für einen Idioten? Ich habe das Gegengift nicht. Ich weiß nur, wo man es finden kann. Nun gut, wir werden euch helfen. Mein Problem ist folgendes. Ich arbeite nicht aus freien Stücken für den Eisenthron, sondern werde dazu genötigt. Ich wurde mit einem Gaze verzaubert. Wenn ich die Befehle von Marek nicht befolge, setzt die Wirkung des Zaubers ein und ich werde dahin geraten. Ich muss eine Möglichkeit finden, den Zauber aufzuheben. Ich habe von einem Seher auf dem Marktplatz gehört, der mir eventuell weiterhelfen könnte, aber ich habe kein Geld, um ihn zu bezahlen. Wollt ihr mir helfen? Wir haben weder das Geld noch sind wir daran interessiert, mit einem Meuchelmörder zu verhandeln. Tut mir leid, aber ihr müsst euch jemand anderen suchen. Ihr könnt das Gegengift selbst finden. Wir helfen euch, bringt uns zu dem Seher. Folgt mir, es ist nicht weit. Ja, Marek und Lutanda. Der Seher. Ich habe mit Lutanda vereinbart, dass ich ihm als Gegenleistung für das Gegenmittel gegen Mareks Gift helfe, ihn von seinem Geist zu befreien. Ich soll auf dem Marktplatz einen Seher suchen. Mhm. Ja, leider stimmt das mit dem Gift. Lutanda ist ein Meuchelmörder dieses Eisenthrons. Er hat mir erzählt, dass sein Kumpane Marek mich vergiftet hat. Ohne Gegenmittel werde ich in 1 bis 2 Wochen tot sein. Und Lutanda will mir das Gegenmittel übergeben, falls ich ihm helfe. Oh, mein Leben ist ein heilloses Durcheinander. Hier hält sich der Seher tagsüber auf. Ich warte hier so lange, bis ihr mit ihm sprecht.
Ja. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wissen, klug eingesetzt, ist die stärkste aller Waffen. Ihr wünscht das geheime Wissen des Hasbro zu erfahren? Gebt mir 50 Goldmünzen und ihr sollt Antwort auf die Fragen erhalten. Bezahlt oder geht? 50 Goldmünzen, das ist sehr lächerlich. Sucht euch doch andere Dumpfköpfe, die ihr das Geld aus den Taschen ziehen könnt. Hier ist das Geld sehr, aber wer macht uns etwas vor? Euer Vertrauen in mich wird nicht enttäuscht. Nun, was wollt ihr wissen? Seid gewarnt, ich vermag mit meinen Kräften täglich nur eine Frage zu beantworten. Überlegt euch darum gut, was ihr mich fragen wollt. Wer kann Lothander von seinen Geist befreien? Nur Yalanta Mistmir, Hohepriesterin der Amberlee, hat die Macht, Lothanders Geist aufzuheben. Ihr findet sie im Haus der Wasserkönige. Ob sie euch helfen würde, ist schwer vorherzusagen. Ich kann euch keine weiteren Fragen beantworten. Ihr müsst gehen. Laut dem Wort Neuseas hat nur Yalanta Mistmir, Hohepriesterin der Amberlee, die Macht, Lothanders Geist aufzuheben. Sie will sie im Haus der Wasserkönigin, wie der Tempel von Amberlee oft genannt wird. Geh zum Haus der Wasserkönigin. Es wird auch Tempel von Amberlee genannt. Ich begebe mich zum Gasthaus zur funkelnden Klinge. Such mich dort auf, wenn ihr eine Möglichkeit gefunden habt, den Gaze aufzuheben. Ihr braucht nur zu fragen. Lothander hat uns geheißen, zur funkelnden Klinge zu kommen, wenn wir etwas gegen den auf ihm... Wenn wir etwas gegen den auf ihn lastenden Fluch gefunden haben. Ja, das ist ein Spielzeug einfach nur. Ihr braucht nur zu fragen. Die kennen wir ja von außen. Vom Naschkel, meine ich. Ja, war Naschkel. Ich finde es interessant, dass in Naschkel so ein großer Jahrmarkt ist. Ja gut, wir haben 10 Tage Zeit. Dann können wir auch gleich die andere Quest erst annehmen und machen. Oberons Haus. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich wie ihr wünscht. Glanmarie. Worum geht ihr braucht, nur zu fragen. Diese ewige Quälerei. Nirgendwo ist Ruhe, nie mal Pause. Ja, bitte, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Verzeiht mir, aber wir kommen wegen der Bedienstetenstelle. Ich bedauere vielmals, aber unsere Bediensteten sind für gewöhnlich nicht so gut bewaffnet. Ihr seid ungeeignet. Dach auch. Das ist meine Küche. Ich habe etwas gegen Eindringlinge raus. Womit kann ich dienen? Guten Tag, Meier. Ich glaube nicht, dass ihr uns kennt. Dürfte ich fragen, wer ihr seid? Ich bin ein Gast eures Herrn, sondern entschuldigt mich bitte. Ich muss weiter. Ich kann mich nicht an euch erinnern, Herr. In Ordnung. Es tut mir leid, euch aufgehalten zu haben. Ja, ich werde mich im... Wie kann ich... Wie ihr wünscht. So, jetzt... Moment mal, ich glaube, sie trägt ja bereits die Unsichtbarkeitstränke. Ja, trägt sie. Für euch. Mit Vergnügen. Wenn das euer Wunsch ist... Oh, schöne Schriftrollen. Ja, hier wäre Oberon selber. Ich diene der flammenden Faust. Ups. Wann war mein letzter Save? Oh ja, der war hier unten. Gut. Mit Vergnügen. Wenn das euer Wunsch ist... Ich
Kann ich mal kurz mit Oberon selber reden? Fort mit euch, Bettler. Ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, aber mit Rücksicht auf meine Gäste will ich darauf verzichten, euch auf der Stelle töten zu lassen. Ich rate euch überhaupt ab, bevor ich mir das anders überlege. Ich werde nicht zulassen, dass bei den Anlässen wie diesem Fremde in meinem Haus herumstreuen. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Also ja, mal worum gucken, ob ich meinen badischen Charme spielen lassen kann hier oben. Und Langeweile macht sich breit. Ihr seid ziemlich weit gegangen, nicht wahr, Diener? Nun ja, egal. Jeder, der die Langeweile unterrichtet, ist willkommen. Selbst wenn er aus der Unterschicht stammt. Zeig dich doch etwas entgegenkommender, Helshara. Ich kann es gar nicht erwarten, dass endlich wieder Wochenende ist. Ich habe satt, immer hier rumzustehen und den Wächter zu spielen. Meine Zauberstudien warten auf mich und ich verschwende meine Zeit, indem ich einen dummen Stein bewache. Helshara, Vater würde uns bestimmt nicht damit belasten, wenn es nicht wichtig wäre. Dieser Stein, wie du ihn nennst, ist ein ungeschichtliches Bruchstück, das für den Bau von Wolkenschiffen benötigt wird. Ebenso wie meine Statuette und Deloronas Zauberbuch. Urgeschichtlich hin oder her, ich sitze hier herum und bewache einen Kieselstein, während draußen das Leben ohne mich weitergeht. Ich weiß nicht, wie ihr beiden das aushaltet. Deloronas beruhigt sich damit, sich ihren Gedanken hinzugeben, ob ihr nun das Buch anvertraut ist oder nicht. Und ich weiß ganz genau, dass es schon seine Gründe hat, wenn unser Vater wünscht, dass wir uns hier aufhalten. Itmera, du solltest inzwischen mitbekommen haben, dass Vater zu einer großen Leuchte noch das eine oder andere Fünkchen fehlt, ob nun Himmelschiff oder Ruderboot. Wenn er so etwas baut, würde ich mich nicht einmal darauf verlassen, dass es schwimmt, vom Fliegen ganz zu schweigen. Ich hatte mich nicht bereit erklärt, das fertige Produkt zu steuern, sondern lediglich die Zauberelemente in meine Obhut zu nehmen. Weißt du was, Schwester? Ich glaube, man hat uns reingelegt. Ich kann mich nicht erinnern, diesen angeblichen Diener schon einmal gesehen zu haben. Warnung an alle. Es ist genau wie Vater sagte, ein Dieb ist unter uns. Gebt die Gegenstände heraus, die ihr bewacht, sonst werde ich sie mir von euren Leichen nehmen. Ich bin hier Diener, eben erst eingestellt. Ich werde keinen Schaden anrichten. Verzeiht mir die Störung. Ich gehe. Ich bin kein Dieb. Ich biete euch Gold für die Gegenstände, die ihr bewacht. Nehmt mir einen Preis. Ihr kennt die Töchter Shadalas schlecht, sonst würdet ihr nicht auf den Gedanken kommen. Wir ließen uns durch Gold zum Verrat bewegen. Ihr seid kein Diener. Ihr seid entweder ein Mönchmörder oder ein Dieb. Ist eigentlich auch egal. Denn sterben müsst ihr sowieso. Nein. Die Weiber töten will ich nicht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Klicken wir uns mal durch. Ihr seid kein Diener, nein. Okay. Ja, mein Schatz. Mit Vergnügen. Wenn das euer Wunsch ist. Ich weiß nicht, die letzte Schwester. Lass die mit sich reden. Ich wünschte, ich hätte immer so viel Zeit für mich allein. Es sind nicht Dienerpflichten, die euch auf leisen Sohn in mein Zimmer schleichen lassen. So haben sich also meines Vaters Warnung bewahrheitet oder gar noch schlimmer ist gekommen. Diebe in dem Haus, das wir uns zurückgezogen haben und ungestört zu sein. Macht, dass ihr fortkommt oder Shadalas Tochter bereiten euch den Gar aus. Ich gehe, ich werde euch nicht mehr belästigen. Ihr seid kein Diener. Ihr seid zum Spionieren oder zu noch schlimmeren Dingen hier. Wenn ihr glaubt, mich überrumpeln zu können, so habt ihr euch gewaltig geirrt. Also gut. Ja, mein Schatz. Dann versuchen wir es mal mit einem Unsichtbarkeitstrank. Wenn das euer Wunsch ist. Geld, Artefakt, Statue und Zauberbuch. So, jetzt muss ich nur noch halb wieder hier rauskommen. Okay, machen wir es damit.
Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Worum? Ihr braucht nur zu fragen. Gut. Ihr braucht nur zu fragen. Dann würde ich sagen, ist es mal wieder Zeit hier zu speichern. Also wir haben wenigstens schon mal die Gegenstände. Das ist jetzt Let's Play 22. Speichern und dann machen wir einen Cut. Also, bis gleich.